Aber das Gesamtpaket ist auf jeden Fall besser als die letzten Jahre, ne? Gut, kreative und unvorhersehbare Dinge zu tun. Ja, was kann denn da so unvorhersehbar sein, ne? Oder kreativ. So, der Kader wird immer kleiner. Ja, Tom Rothe wenigstens auf der Bank. Die Taktik kann man aber, ich weiß das nie. Wisst ihr, ob man die Taktik vorgeben kann der zweiten Mannschaft? Und wenn ja, wo? Das ist so eine Sache, habe ich immer Probleme. Oder kommt das immer darauf an, was für einen Coach, einen Trainer man hat in der zweiten Mannschaft? Ach, alles gut, Gianluca, könnt ihr ruhig machen, wenn ihr wollt, ne? Wie es euch passt. So, da geht's auf jeden Fall in die zweite, ganz klar. Der war sogar eine Jugendmannschaft. Okay, da haben wir die. Papadopoulos. Ah, ja. Sehr gut, alle 18. Schön jung. Genau, schön abfacken. Nee, mich stört das ja nicht. Alles gut. Habe ich gesagt vorhin, wir werden niemanden mehr sonst verkaufen? Nein, habe ich nicht, ne? Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ted Tatamusch lassen wir, weil er ein gutes Niveau hat. Oder gesagt, Timo Bornemann. Und vielleicht versuchen wir es gleich noch am Deadline Day oder jetzt gleich nochmal hier unbehauen auszuleihen, ne? Ah, gibt Angebote, schön. 100.000 für Papadopoulos. Sehr gut. Und dann natürlich noch unbehauen ausleihen. Wenn sich da jemand findet. Nö. Auch Ole Pohlmann und Ted Tatamusch. Müsste niemand haben. Dann ist das so. Dann ist das so. Der Jude. Immer der, der am besten trainiert. Ey, der ist auch. Also Leute, wirklich, ne? Es findet man. Man findet selten jemanden mit 19 Jahren, der im Spiel so gut ist, oder? Das ist schon hervorragendes Niveau, ne? Hervorragendes Niveau. So, jetzt Heimspiel gegen den Aufsteiger Bremen. Die in U19 startet die Liga. Schön. Ah, gegen Braunschweig hast du gespielt, Banane. Ja, gut. Cooler Verein, ne? Ist kein Grund, deswegen gegen die zu verlieren, aber ist trotzdem ein ganz cooler Verein, würde ich mal sagen. Könnt ihr bitte Bino Gittens spielen lassen? Kann ich irgendwie die Leihe abbrechen? Nee. Wir übernehmen. Nicht übernehmen, ich will die beenden. Ich glaube, ist kein richtiges Wort dafür, oder? Übernehmen. Einfach die ganze zweite Mannschaft verkaufen. Tachi. Ah ne, der wurde verkauft, genau. Hä? Nur die erste Mannschaft? Okay. Aber das sieht auch auf jeden Fall cool aus, muss man sagen. Haben wir schon geändert. Transfers, genau. Jugend, aha. Was ist mit der Zweitmannschaft? Wird nicht angezeigt. Schade. Wo sind die Spieler jetzt? Aha, okay. So, jetzt also gegen Werder Bremen. Die Frage mit Marco Reus direkt von Anfang an. Ich denke, nein, der kommt dann zur Pause. Für einen der beiden offensiven Mittelfeldspieler. So, let's go. Die Vertrautheit steigt jetzt auch mal langsam. Also das wird auch auf jeden Fall helfen, dass wir da etwas besser spielen. Ne?
Danke schon übrigens, dass wir die ganze Zeit so plus minus 20 Zuschauer haben. Sehr nett. Auch nach dem Gewinnspiel. Oder wie gesagt, nach der Verlosung. So. Ich freue mich übrigens auch auf die Champions League hier im Spiel, weil offizielle Lizenzen, da soll ja auch dann, boah, das spielt ja richtig defensiv, da soll ja auch die Hymne kommen. Habe ich noch nicht gehört. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das so sein wird. Na, so feige spiele ich jetzt nicht. Ja, also das ist schon nicht defensiv. Warmduscher. Ja, nee, als Dortmund will ich jetzt zu Hause nicht defensiv spielen. Will mal was Neues ausprobieren hier und nicht immer dieselben Taktiken. Bellingham, sehr schön. Hey. Erste gute Gelegenheit. Und bislang läuft's gut. Auch Emre Can, 11 Minuten, gelbe Karte. Ist mir ein bisschen zu realistisch hier, muss ich sagen. Leute, oder? Also das fand ich jetzt ein bisschen zu realistisch. Jule Brandt. Brandt. Jule Brandt. Gute Parade von Robben, etc. Na, sieht schon mal sehr, sehr ordentlich aus, was sie hier machen. Auf jeden Fall besser als gegen Leverkusen zu Hause. Zum Buschfern ist Mika wieder da. Kannst mir ja mal von mir grüßen, ne? Und zu fragen, na, läuft's bei dir? Ja, aber ganz am Anfang. Hauptsache, der hat jetzt am Anfang diese Probleme mit dem Streaming und nicht so mittendrin irgendwann, wenn er mehr Zuschauer hat. Ist ja jetzt nicht schlimm, wenn das passiert. Gio Reyna, der ist einfach unglaublich, Gio. Gio, Gips. Bis später. Genau, ist nicht die Beleidigung, ne? Ist die Kurve. Bis später, du geile Kurve. Bellingham, geil auf Gio. Der Engländer auf den US-Amerikaner. Tolles Tor. Der hat wirklich eine gute Position bei uns gefunden. 11 zu 0 Schüsse. Ed Lübt. Was fehlt das denn noch? Ciao, ciao. Ademi besorgt. Was ist los mit ihm? Und Marco rein. Für Jule Brandt. Schön mit Doppel-Ö. So, darf direkt die Ecke schießen. Ah, das muss auch noch einstellen. Die schon Standardschützen. Einfach mal vergessen. Und Marco Reus. 2,5 Minuten. Schön. 2-0. Durch Capitano. Durch den Capitano. Sehr toll. Aber mir fällt auf, Schlotterbeck ist schon sehr häufig vorne, ne? Irgendwie. Bei vielen Offensivaktionen ist er einfach immer vorne. Meunier. Naja. Was war das denn, bitteschön? So, Meunier, da kommt der Schut für Emre, weil er halt eine gelbe hat. So, als Schattenstürmer. Und Mucki
kriegt dann auch einige Minuten. -16 Schüsse. So darf es gerne bleiben. Nee, Gianluca, bislang noch nicht, nein. Wir haben auch wenig Transfer-Budget, ich glaube nur so um die 12 Millionen Euro, deswegen macht es gerade wenig Sinn, da jemanden zu holen, der uns wirklich weiterhelfen würde. Ne? Ich bin gerade eher dabei, so ein paar Spiele abzugeben, in der ersten vor allem die zweite Mannschaft zu entschlachsen, jünger zu machen und dann vielleicht dort so ein paar ordentliche Talente zu holen. Und dann erst so im nächsten Jahr oder wenn wir vielleicht im Winter den einen oder anderen viel mehr Kohle verkaufen, dann eventuell so größere Talente oder Transfers zu tätigen. Aber klar, ihr könnt mir natürlich auch, wie gesagt, sehr, sehr gerne auch Talente vorschlagen im Chat. Oder unter dem Let's Play-Videos. Marco Reus. Ach, 5-1. Ach, Jerry, die schaffen das noch, die Herthaner. Oder gegen wen spielen die nochmal? War das nicht Hertha? Ah, Bremen. Oh. Gut. Stuttgart Hertha 1-1. Spielen die etwa wieder unentschieden? Ist das dir ein Ernst? Ich habe das Gefühl, dass Stuttgart nur unentschieden spielt, ne? Ja, aber gut. Ich denke mal, Bremen kann das einigermaßen verschmerzen, weil die spielen eigentlich super. Also wirklich, die spielen klasse. Mitchell Weiser, erster Schuss in der 94. Minute. War das der erste? Ich glaube schon, ne? Aber ich weiß es nicht, ne? Wir haben halt wirklich nur drei Innenverteidiger. So, auf dem guten Niveau. Die anderen sind halt nicht so gut. Was soll ich da machen? Ah, okay, zwei Schüsse. Ja, das muss besser werden. Das geht so nicht. Zwei Schüsse zugelassen in der zweiten Halbzeit. Das geht so nicht. Nach 5 Siegen in Serie. Ich versuche gerade zu überlegen, wer das sein könnte. Aber es glaubt niemand in der ersten Liga, oder? Hätte es auf mich hören müssen. Ich habe damit schon gerechnet, dass man verlieren würde in Wolfsburg. 6-1 Tell. Ja, Bayern-Spieler gucken ist meistens langweilig. Deswegen. Wenn Bayern spielt, gucke ich eigentlich nie die Spiele. Zweite Liga. Fortuna Düsseldorf war das, ne? Stimmt, dein Jahr sagt sogar einiges aus, ne? 1895. Aber sieht ja trotzdem ganz gut noch aus in der zweiten Liga. Was sagst du dazu, dass ich aus Wuppertal komme? Wuppertaler SV? Moin, moin, Jeff. Jeff Make. Ein Wuppertal SV, Fortuna Düsseldorf, als man noch in derselben Liga war. Auf einmal so eine kleine Rivalität, ne? Und noch Rot-Weiß Essen. Klar, jetzt ist das eine kleinere Distanz hier, sportlich gesehen. Schlimmeres, aber auch Besseres. Daruda Gründor. Ah ja, ich will einen Spieler auf jeden Fall holen, der mir vorgeschlagen wurde. Moment, wer war das denn nochmal? Ein Keeper, muss ich noch ganz kurz gucken. Hier, der hier, Nathaniel Nwosu. Nathaniel Nwosu. Von Water FC aus Nigeria. Das soll ein Riesentalent sein. Den werde ich auf jeden Fall holen. So. Oh, geil. Kostet ja gar nichts. Da kostet ja fast nichts. Natürlich gibt es noch super viele andere gute, auch bei Schalke, Faris Yusufu, Dennis Simon und so weiter und so fort. Aber den wollte ich auf jeden Fall holen. Warum? Kann man ja trotzdem scouten, ne? Du musst eine Fake Inc. Also Fake INC installiert. Ich weiß aber gar nicht, ob es die schon gibt für dieses
für den 23er FR müsstest du mal gucken, ob es da eine Datei gibt. Eines Bezirksligisten, wer heißt der Verein? Vielleicht kenne ich den. Warum auch immer. Klappt nicht. Dann ist das vielleicht noch nicht für den 23er FM gemacht worden. Kann ich mir gut vorstellen. So. Scalvani. Ah, Scalvini. Vielleicht noch ein bisschen. Ach, da. Hä? Was gibt's denn hier noch so, den man sich vielleicht gönnen könnte? Jandro Morgalla. Ach, Mann. Kannst mal versuchen, den Namen richtig zu schreiben. Der soll auch gut sein. Und ja, sieht man direkt, der ist gut. Stammspieler in der dritten Liga. Ich hoffe, dass er vielleicht kommen möchte. Ah nein, bestimmt sagte, nö. Ja, natürlich nicht. Ey, die haben alle gerade einen Vertrag unterschrieben, ne? SV Hausberger. Nee, da sagt man wirklich nichts. Vielleicht Gianluca einfach mal das Spiel deinstallieren, neu installieren, würde ich sagen, oder? Wenn man aus dem Stadtteil kommt. Ja klar, wenn man von da kommt, ist man natürlich auch Fan. In einer gewissen Art und Weise, ne? Klar. Wie wir einfach niemanden von denen kaufen können, ne? Ich gucke gerade halt so nach jungen Talenten von Vereinen, die nicht unbedingt zu den Top-Vereinen gehören, ne? Agiekum. Joel Agiekum. Na, was sagt denn der HSV zu dem Spieler? Oder eher gesagt, was sagt der Spieler dazu? Hat er Bock zu kommen? Oh komm. Herr HSV, bitte. Es gibt zum Beispiel, mach einfach mal FM23 Wonder Kids. Dann kriegst du da eigentlich immer ganz gute Links zu. Ich werde auch mal die Tage. Oh. Ich wollte es mal hier nicht kaputt machen, hier die Stimmung hier mit der Musik. So, schauen wir uns mal die Auslosung an. Auslosung beginnen. So, was schreiben denn hier so? Isabel Olmedo, die Mission Number 4 startet jetzt. Ein Titel geht noch. Daniel Reusora kann es nicht abwarten. Jürgen Haller denkt, Man City muss es beweisen. Machen wir mal in Ruhe, oder? So, Top 1. Auslosung beginnt. Sieht richtig cool aus, muss man sagen. Man sieht, wer in welchem Topf ist. Bin nur Top 3 leider. Einfach Eintracht Frankfurt Top 1. Unglaublich, ne? Ja, ne? Sieht mega gut aus. Hat sich gelohnt hier mit der Lizenz. So. Let's go. Wir machen das in Ruhe. Wir genießen das. Ich mach mal kurz die Webcam. Wo war das denn? Hier so. Eintracht Frankfurt Gruppe A. Um Rest seht ihr ja hier diesen Balken. Da seht ihr, wie schnell das geht. Zinedine Zidane ist der Moderator, okay. Gruppe B. Aber ein bisschen schneller wäre gut, ne? Milan, Gruppe B. Ein bisschen schneller. Oh, so geht's auch natürlich. In Gruppe C kommt dann. Boah. Hallo Leute, also ein bisschen schneller, ne? Weiter zur nächsten Mannschaft. So, PSG, Bayern,
Madrid, Ajax. Das dauert mir zu lange, sorry. Chelsea, Dortmund, Milan, Trabzonspor sind wir. Gut. Aber auch das sieht natürlich super aus. Ja, die Geduld. Ich würde es schon cooler finden, wenn man es vielleicht doppelt so schnell macht. Ich will jetzt nicht gefühlt eine Minute pro Lostopf warten. Plus Team im Lostopf warten. Ja, aber auf jeden Fall haben wir selber eine gute Gruppe bekommen. Schwierig. Aber ich würde trotzdem sagen, machbar. Gegen Milan können wir uns auf jeden Fall durchsetzen. Trabzonspor müssen wir schlagen. Hammergruppe für Dortmund, natürlich. Ich die super schwer. Aber it's possible. Und du bitte, bitte gehen Sie jetzt. Herr Schulz. Natürlich nicht. Dion Drena Bello. Immer noch sehr teuer. Puh, vielleicht sogar holen, oder? Na, zu teuer eigentlich, ne? Und die Sache ist, ja, wir haben halt Modest. Wenn man Modest abgeben könnte, ja, aber so eher weniger. Was gibt es denn noch so viel Gute hier? Lenny Yo. Hä? Yo! Auch Innenverteidiger hat eine gute Höhe. Ich muss nichts zahlen. Ist das so? Ist das so? Nee. Lehnt der doch eh ab. Oh, macht er nicht. Cool. Und der würde sofort kommen. Geil. Supi. Ja, vielleicht noch jemand so für die Offensive holen. Ah ja, genau. Ah, hier sogar ein 15-Jähriger. Könnte man sich auch gönnen. Geht doch einfach, Herr Schulz. Gehen Sie doch einfach. So, wie heißt denn hier? Windk Skier. 15 Jahre. 2007 geboren. Oder 2006. Nein, warum habe ich das... Oh, ich habe vergessen, das auszumachen. Nee, sorry, ich werde nicht 40% zahlen. Da ist ein etwas älter, der uns schon weiter, wobei erstmal natürlich hier das größte Talent wahrscheinlich in diesem FM-Teil. Endrick. $23 million. Okay, hier werden wir ein bisschen rumfuchteln müssen, um das hinzukriegen. Nach 10 Ligatoren, einmal nach 50 Ligatoren, 2 Mülle, zack. Endrick müssen wir holen. Nee, ist ein super bekanntes Talent. So, schon jetzt mit seinen 15, 16 Jahren. Warte mal, 10 Mülle. Ich kann nicht so viel zahlen, sorry. 14 Mülle. Uwe Draogo. Okay. Das ist, später nochmal. Weil die Vereine hier in Brasilien, genau, das ist Palmeiras, São Paulo.